Ja, hallo und herzlich willkommen zu meinem Blog. Heute mal eine etwas trockenere Materie. Ich wollte euch in einem ganz anderen Experiment einmal teilhaben lassen. Und zwar habe ich über einen Freund und über mehrere Bekannte davon erfahren, dass es P2P-Kredite gibt. Und zwar sind das Kredite, die man selber anderen Personen geben kann. Und dafür natürlich ja, Geld kassiert. Das Ganze läuft mehr oder weniger ohne eine Bank dazwischen. Das heißt, man kann sich auf diesen Portalen anmelden und dort einfach ja, Geld beantragen. Und natürlich im Gegensatz dazu, wenn man Geld hat, was man verleihen möchte, kann man dieses dort investieren und das zu sehr lukrativen Zinsen. Bei dem Ganzen sei gesagt, man muss dort schon etwas vorsichtig sein, weil auch diese Kredite können ausfallen. Ich will euch drei, ich schätze mal, ja, mit die bekanntesten drei Plattformen vorstellen. Ich packe euch zu jedem unten einen Link rein, den ihr benutzen könnt oder auch nicht, oder selber auf die Seite gehen oder wie auch immer. Schaut es euch einfach mal an. Aber erstmal starten wir. Ich mache die Seite mal auf. Und mich mal ein bisschen kleiner mit den drei Seiten, wo ich investiert habe. Und zwar habe ich in jede Seite 200 € investiert. Das heißt einmal bei AuxMoney, einmal bei Bondora und einmal bei Mintos. Fangen wir bei der deutschen Seite an, ein deutsches Unternehmen, bei AuxMoney. Hier hat die, ja, bis ich starten konnte, am längsten gedauert, weil diese Seite mit Postident arbeitet. Man muss ein Konto eröffnen, das läuft alles automatisch und kostet nichts bei einer Bank. An diese muss man dann die Überweisungen machen, an sein eigenes Konto und das wird dann hier direkt in dem AuxMoney-Konto gutgeschrieben. Ja, bleiben wir hier bei AuxMoney. Und zwar seht ihr hier, ich habe schon vier Investitionen gemacht. Vielleicht mal kurz gesagt, man kann hier, ich gehe jetzt mal auf manuell investieren. Hier wollen alle möglichen Leute einen Kredit haben. Ja, dieses Ranking hier vorne. Das kennt ihr vielleicht, wenn irgendwie mal ein Land oder so bewertet wird. AA-Kredite oder AAA ist das höchste, also ist die Chance anhand der Informationen, die man über den Kreditnehmer hat, höher, dass man sein Geld wiederbekommt. Demzufolge kriegt man hier auch in Anführungszeichen nur 7,6%. Wohingegen, wenn man hier etwas runterscrollt, ein B-Kredit, da kriegt man schon 11,2, ein C-Kredit 12,5, ein D-Kredit sehe ich hier jetzt gerade gar nicht, doch da unten war einer 14,3, ein E-Kredit 16,3 und ein X-Kredit ist so ein bisschen von der Stufe her, der variiert sehr stark. Sind aber auch, so wie ich das jetzt bisher verstanden habe, die unsichersten. Wenn man in P2P-Kredite investiert, bitte, bitte, bitte macht eins nicht. Und zwar, wenn ihr jetzt 200 € habt, bitte investiert das nicht in einen Kredit, sondern mein Tipp ist es, investiert es in die kleinstmögliche Einheit. Also, man kann sich hier diese Kredite angucken und ich habe einfach mal hier gesagt, dieser A-Kredit, da habe ich geboten. Das heißt, hier ist Folgendes: Der Kreditnehmer will 25.800 € haben. Die Laufzeit hierfür beträgt 36 Monate. Das bitte immer beachten. Ihr kommt in der Zeit nicht an das Geld ran. Oder sagen wir nicht so einfach und wenn dann nur mit Verlusten. Das sind die Zinssätze, die ihr bekommt. Und das hier zusammen mit den Stunden ist 95% in diesem Fall. Für diese 25.000 € haben sich 95% schon gefunden, die etwas bei dem Kredit dabei tun.
Das Ganze läuft 13 Stunden. Das heißt, 13 Stunden können hier noch Leute auf diesen Kredit bieten. Das heißt, wenn man hier einmal reingeht, hat man hier den Gesamtbetrag, den er haben möchte, nochmal die Zinsen. Dieser Kreditnehmer muss 808,11 € jeden Monat zahlen, über 36 Monate, um das wieder zu haben. Und man kann hier auch sehen, das Nettoeinkommen, weitere Kreditraten etc. Wie hier so schön steht, wie das hier so schön steht, dieser Aux Money Score, so heißt das, ist die Risikoeinschätzung und die ist schon von Aux Money gemacht worden. Das heißt, die haben schon einen Schufa-Auskunft geholt und so weiter. Noch verschiedene andere Bewertungssysteme zugrunde gelegt und daraus ihr eigenes Rating gemacht. Früher konnte man hier auch noch genau sehen, so und so viel Schufa-Score und so weiter. Finde ich jetzt nicht mehr. Vielleicht bin ich etwas blind. Wenn ich es übersehen habe, schreibt es unten rein, wenn ihr wisst, wo das ist. Würde mich auch nochmal interessieren. Aber ich habe jetzt diesem Kollegen hier einfach mal 25 € dabei getan. Das heißt, hier in der Liste tauche ich auch auf, dass ich 25 € biete. So, und wenn diese 13 Stunden jetzt rum sind oder wenn die Summe, der Gesamtbetrag erreicht ist, dann wird dieser Kredit investiert oder dann landen deine 25 € in diesem Kredit und ab dann laufen deine Zinsen. Das heißt, oh, hat sich gerade schon was getan? Nee, hat sich nichts getan. Entschuldigung. Das heißt, von meinen 200 € ist schon in vier Kredite investiert worden. Das heißt, 100 € ist mein Portfolio wert. Heißt, wenn man hier guckt, vier Investitionen und hier ist die Zusammenfassung. Ich habe natürlich noch keine Zinsen, das kommt dann in einem späteren Video. Mein durchschnittlicher Zinssatz, ich habe breit gefächert, ich habe A-Kredite, AA-Kredite, B-, C-, D-Kredite. Und ich habe auch von der Laufzeit variiert. Ich habe das Kleinste genommen, was gerade verfügbar war, waren glaube ich 24 Monate, 36 und 48 Monate. Ich habe dort also auch gefächert. Das heißt, mein Geld kommt dann auch zu unterschiedlichen Zeiten wieder. Gehen wir nochmal zurück auf das Dashboard. Man kann sich also hier sehr schön, ja, hier haben sie immer so einen Live-Ticker, wer gerade nochmal, der hat einer 25 € bei einem Kredit dabei getan. Mein verfügbares Kapital sind 0 €, weil 100 € sind schon fest investiert und 100 € auf der anderen Seite sind gerade noch in Geboten schon. Das heißt, wenn diese 13 Stunden rum sind und kein weiterer bietet, kommt das zurück in mein verfügbares Kapital. Oder aber, wenn das Sparziel oder das Kreditziel erreicht wird, wenn sich genug Leute finden, die was dabei geben, dann landet das hier in mein Portfolio und dann wäre dann 5 und 125.000. Ja, das kurz zu Aux Money. Man hat hier so ein schönes Reinvest. Dazu muss ich bei allen drei jetzt gleich drauf eingehen. Das heißt, sein verdientes Geld wird automatisch wieder reinvestiert. Sobald du wieder 25 € zusammen hast, hast du hier wieder verfügbares Kapital und es wird automatisch wieder reinvestiert. Das heißt, er schaut danach, wo kann ich es anlegen und tut das dann. Es gibt hier ein paar Sachen, die mir persönlich jetzt nicht so gefallen. Und zwar die Laufzeit pro Projekt, die kann man nicht ändern. Das heißt, selbst bei den individuellen Einstellungen kann man hier nur selbst das Risiko in risikoreich, keine A-Kredite zum Beispiel, oder in ganz Sicherheitsdings in AAA-Kredite das meiste, im Paar in B und C und D nur weniger vom Prozentsatz her. Das heißt, man kriegt aber auch hier Nominalzins natürlich auch etwas weniger. Das kann man einstellen, wo rein investiert, leider nicht mehr, konnte man glaube ich früher mal, die Laufzeit. Ja, das war es von mir kurz zu Aux Money. Kommen wir jetzt, fangen wir meinetwegen Mondora an. Da
läuft das Ganze ein klein wenig anders. Also die P2P-Seiten sind ungefähr alle gleich. Aber hier, das ist die Seite, wo ich als erstes rein investiert habe, 200 Euro. Ich habe direkt 205 Euro bekommen, also ich habe 5 Euro geschenkt bekommen. Und wenn ihr unten den Link nutzt, kriegt ihr die auf jeden Fall auch. Das heißt, diese 205 Euro habe ich investiert. Jetzt sagt er, wieso steht denn da 204? Weil das 204,90 € sind. Die 10 Cent erkläre ich euch später, wofür ich die ausgegeben habe hier. Auch hier gibt es einen sogenannten Portfolio Manager. Das heißt, hier wählt man, wo rein wieder reinvestiert werden soll, in welchen, ob man es sicherer haben will, konservativer oder progressiver, das heißt möglichst hohen Ertrag. Hier seht ihr auch, wie meine Aktien sage ich schon, wie meine P2P-Kredite verteilt sind. Das heißt, ich habe 45% in C-Kredite, in B-Kredite 27%, in D und in E jeweils 12,5 und einen, und zwar da kommen die 10 Cent her, habe ich einen HR. Ich glaube, das heißt High Risk. Ich bin mir nicht sicher. Bitte schimpft nicht zu sehr, wenn es total falsch ist. Dings gesteckt, weil das waren dann genau irgendwie 5 Euro irgendwas oder so. Ja. Hier oben seht ihr den Wert meines Kontos, wie viel ich an Überschuss habe. Das heißt 4,90 €, wenn ihr jetzt nicht im Secondary Market, so nennt man das, arbeitet, dann zahlt ihr auch keine Gebühren. Und sonst stehen hier bei euch dann noch die 5 Euro. Nettorendite habe ich noch nicht, weil das erst, ich glaube, 4 Tage läuft. Mein Portfolio, alles was investiert ist, sind 200 Euro und mein verfügbares Guthaben sind 4 Euro, 4,90 €. Das heißt, ich könnte theoretisch noch für 4,90 € Aktien kaufen, wenn nicht, und dort gehen wir mal hier hin, wenn mir nicht noch 10 Cent fehlen würden. Und zwar, ich habe mein Portfolio-Manager so eingestellt, dass die Höhe des Gebotes soll nur 5 Euro sein. Maximales Investitionsvolumen pro Kredit, also pro Kredit auch nicht mehr als 15 Euro investieren. Mindestinvestitionsvolumen 5 Euro. Ja, das heißt, ich will eigentlich nur 5 Euro reintun. Und die anderen Sachen lassen wir jetzt erstmal weg. Sekundärmarkt erkläre ich euch ein andermal, sonst wird das Video zu lang. Ja, habe das so eingestellt und habe dann dort auf Aktualisieren bzw. auf Starten steht da, glaube ich, beim ersten Mal geklickt. Und schon fängt er auch an, Gebote abzugeben. So. Hier kann man auch selber, hier sieht man wieder die Kredite, hier kann man drauf gehen, man kann sich auch hier einen Überblick verschaffen, man kann sich Sachen über den Darlehensnehmer rauskommen, man kann sich Sachen über sein Einkommen anzeigen lassen, man kann sich ja, man kann angucken, ob er schon noch Zahlungsprobleme hatte. Ob schon mal ein Eintreibungsvorgang da war und wie der Rückzahlungsplan aussieht. Das heißt also, bei diesem Rückzahlungsplan sieht man hier, bei meinen 10 Euro habe ich hier, glaube ich, investiert, wird er am 14.03. 10 Cent tilgen und ich bekomme 10 Cent Zinsen. Das heißt, ich bekomme in Summe muss er dann bezahlen 20 Cent. Und das geht dann über die ganzen Leute, die den Kredit mit unterstützt haben, dass dann halt die Gesamtsparsumme erreicht ist. Und das geht dann hier so weiter. Dadurch, dass der Kredit ja läuft, ihr seht hier, der geht bis 2020, 14.02.2020. Hier zahlt er kaum noch Zinsen und tilgt dann dementsprechend mehr. Das heißt, so sieht denn der Rückzahlungsplan aus. Das finde ich hier eigentlich sehr interessant. Kann man bei den anderen Plattformen natürlich auch einsehen. Aber das ist eigentlich sehr gut.
Wie gesagt, hier, was mir bei Bondora gut gefallen hat, ich habe abends um 23 Uhr und ein paar gequetschte Geld überwiesen von meinem Sparkassenkonto auf das Konto hier und habe dann dort am nächsten Mittag, in der Mittagspause, habe ich geguckt, weil ich dachte so, ja, noch ein bisschen mich erkundigen hier auf der Plattform und da war das Geld schon drauf. Das heißt, wirklich über Nacht ist das Geld automatisch von meinem Konto auf dieses überwiesen worden. Ja, und läuft wirklich problemlos. Was man machen muss zum Auszahlen wegen des Geldwäschegesetzes, muss man auch hier einen Scan, als Beispiel einen Scan hochladen von seinem Ausweis, weil ja, das halt festgehalten werden muss, wer jongliert hier mit Geld, ja, bezüglich der Geldwäsche. Man kann sich hier Berichte und alles noch anzeigen lassen, den Cashflow und so weiter. Das bringt jetzt in diesem Video noch nichts, da ja, ich gerade erst investiert habe. Wir schauen jetzt nochmal auf die dritte Plattform. Da habe ich mich als zweites angemeldet. Auch hier habt ihr wieder einen Link unten drunter. Ist ja ein Affiliate-Link, sage ich jetzt direkt. Das heißt, hier bekomme ich auch eine Kleinigkeit, wenn ihr euch über diesen Link anmeldet und auch damit arbeitet. In der Reihenfolge sind sie, wie gesagt, ich habe jetzt erst eine Woche mich hier mit diesen drei Plattformen beschäftigt. Gefällt mir Mintos eigentlich am besten, danach Bondora und danach Aux Money. Ich will euch jetzt mal an Mintos zeigen. Ja, was dort Sache ist. Das heißt, ich habe auch bei Mintos am nächsten Tag direkt das Geld drauf gehabt. Sehr schön. Und auch hier sieht man dann meinen Kontostand, verfügbare Mittel 0. Er hat sich alle 200 Euro, die ich auch hier überwiesen habe, geschnappt und dort ja, investiert. Das heißt, man kann auch hier einen sogenannten Auto-Invest machen. Ich habe hier gesagt, die maximale Investition in ein Darlehen sind 10 Euro. Und hier muss man, was heißt etwas aufpassen, aber hier muss man schauen. Ich habe es einfach irgendeinen Namen genannt. Hier muss man aufpassen, die Größe des Portfolios. Das heißt, er reinvestiert nur, bis ich 300 Euro erreicht habe. Alles, was ich drüber erwirtschaftet habe, bleibt nicht investiertes Kapital. Das heißt, ihr solltet auf jeden Fall einen deutlich größeren Betrag wählen als euer Depotwert. Ich meine, bis ich jetzt hier 100 Euro erwirtschaftet habe, wird was dauern. Deswegen habe ich das einfach auf 300 gemacht. Hier könnt ihr sagen, braucht ihr Rückkaufgarantie? Das heißt, eine Sicherheit, dass euer Kredit, ja, wenn der Käufer aus, also wenn derjenige, der sich das Geld geliehen hat, ausfällt, wird Mintos diesen Kredit zum ursprünglichen Betrag, ja, den euch wieder auszahlen. Das heißt, ihr habt hier ja, eine Garantie, dass euer Geld nicht ganz futsch ist. Maximale Investitionen in ein Darlehen sind auch hier wieder 10 Euro. Das geht auch nicht kleiner. Das heißt, bei Mintos sind es 10 Euro, bei Bondora 5 Euro und bei Aux Money 25 Euro als kleinste Einheit, die ihr in einen Kredit stecken müsst. Hier verschiedene Darlehenstypen etc. auswählen. Das heißt, oh, von gestern auf heute ist ein Typ dazugekommen. Ja, Pawnbroking ich nehme es mal mit dabei. Das gab es gestern oder vorgestern oder wann ich das eingestellt habe, noch nicht. Und ihr könnt hier, das finde ich hier sehr schön, die verbleibende Darlehenszeit in Monaten eingeben. In diesem Auto-Investor. Das heißt, wenn ich hier draufklicke, kann man hier sehen, bis zu 10 Jahre hochgehen. Ich habe jetzt für meinen Test mit diesen 200 Euro erstmal 3 Monate angegeben. Das heißt, er reinvestiert nur in Kredite, die bis zu 3 Monate laufen. Das Land, jetzt könnt ihr sagen, okay, ihr möchtet nichts, na, keinen Dänenkredit geben, könnt ihr auswählen und so weiter. Ja, hier ist noch ein wichtiger Punkt, möchten Sie neu investieren? Das heißt, wenn jetzt die ersten Rückzahlungen laufen und ich kriege meine, keine Ahnung, pro Monat 5 Euro wieder,
nur als grobe Rechnung, dann würde er direkt nach 2 Monaten diese 10 Euro wieder reinvestieren. Genau wie es das bei den anderen P2P-Kreditportalen auch gibt. Man hat hier sehr schön auch einen Kontoauszug. Das heißt, hier sieht man die ganzen Kredite, in die ich rein investiert habe. Man sieht, wann das war. Das heißt, vorgestern habe ich ihn einfach angestellt und er hat binnen ein, zwei Stündchen hat er so mit und mit sich immer die Kredite geschnappt. Unter meine Investitionen sieht man ganz schön die Kredite, in die ich investiert habe, mit was für einem Zinssatz, ungefähr um die 11%, 11,5, 11%. Und die Laufzeit, das heißt, wie viele Tage läuft es noch? Ich glaube, ich hatte beim ersten. Ach ja, zum Thema Laufzeit. Ihr wundert euch, wieso die jetzt alle nur einen Monat laufen. Und zwar habe ich nicht damit gerechnet, dass das Geld bei Mintos auch so schnell da ist. Ich hatte abends noch mit diesem Autoinvestor rumgespielt und das auf einen Monat gestellt. Und als ich mittags in das Depot geguckt habe, hatte er schon alles vergeben. Das heißt, ich habe jetzt erstmal alles für einen Monat investiert. Ich habe den jetzt, wie er vorhin gesehen hat, auf 3 Monate eingestellt. Ich bin dann gespannt, was die verschiedenen Plattformen mir als Zinsen geben. Also ich werde so in einem halben Jahr, ja, denke ich, nochmal ein Video machen, wie die verschiedenen Prozentsätze sind, was bisher passiert ist in den verschiedenen Portalen. Und eine Sache zu Mintos muss ich noch sagen. Nein, einmal das Autoinvest. Hier ganz wichtig, wenn etwas dabei kommt, anhaken, akzeptieren und speichern. Ja, das heißt, generell habe ich vor, in diesen Portalen eigentlich nichts mehr zu machen. Das heißt, ich lasse das jetzt vor sich hinarbeiten, vollautomatisch. Ich werde hin und wieder aber zumindest bei Mintos reinschauen, ob es neue Investmentbereiche gibt hier bezüglich zu dem Autoinvest, wo wir vorhin schon gemerkt haben, innerhalb von 4 Tagen, da ist was dabei gekommen. Das heißt, Entschuldigung, das heißt, da solltet ihr vielleicht alle paar Monate mal reinschauen. Aber es ist auch nicht so schlimm, wenn das eine Häkchen jetzt nicht da gewesen wäre, investiert dann halt in die anderen Geschichten. Ja, das war's. Das erste Video mit so einem sehr trockenen Stoff. Ich denke, es ist ein interessantes Thema, was ich jetzt erstmal mit den Beträgen mal austesten werde. Wie zukunftssicher etc. das Ganze ist, kann ich jetzt noch nicht sagen. Grober Tipp von mir nur, möglichst kleine Investitionen, möglichst weit streuen, das ist ganz wichtig. Und ja, noch eine Sache, nur AUX Money ist in Deutschland, die anderen beiden sind in Estland, Lettland oder so, ist natürlich auch so eine politische Geschichte. Deswegen bin ich mit dem Autoinvest mit ein paar Monaten eigentlich ganz gut beraten. Bei AUX Money hat mich jetzt ein bisschen gestört, dass dieser Autoinvestor, dass der fix 60 Monate macht. Es gibt nichts Kleineres. Ich bin zwar jetzt auf das Geld nicht direkt angewiesen, aber ich finde, man sollte da immer ein bisschen selber noch wählen können. Man muss halt so hingehen und alles immer wieder manuell investieren. Deswegen habe ich diesen Autoinvestor bei AUX Money auch ausgelassen. Das heißt, dort werde ich alle paar Monate mal reinschauen und wieder neu investieren. Meine persönliche Einstellung ist, man sollte auch die Laufzeit wählen können, in die er automatisch investieren will oder soll. Das finde ich da ein bisschen schade. Der Vorteil von AUX Money, deutsches Unternehmen, bin ich persönlich von der Sicherheit, ist mir das am sichersten. Ist auch ein deutsches Konto, auf dem du das Geld überweist, etc. Die anderen beiden, Mintos, finde ich ganz gut, dass man seine Investitionen absichern kann. Und dass man auch hier 10 Euro nehmen kann als minimales Darlehen. Und bei Bondora finde ich auch ganz gut. Der Autoinvestor hat auch ein paar Optionen, die man wählen kann.
bei Bondora, dem Autoinvestor oder Portfolio Manager, wie es so schön heißt, finde ich auch gut, dass man halt auch mit 5 Euro dort arbeiten kann, weil immer dran denken, wenn ein Kredit ausfällt, ist es bei 5 Euro nicht so schlimm, das hole ich vielleicht durch die anderen Investitionen allein von den Zinsen wieder rein, als wenn ich jetzt 100, 200, 500 oder 1000 Euro in einen Kredit stecke, der vielleicht 16 oder 18% oder so mir zahlt, aber der später ausfällt. Ja? Das heißt, von der Sicherheit ist hier bei Mintos natürlich einwandfrei, dass man seine Sachen, ja, dass die garantiert werden, dass man die zurückbekommt. Also dort bei dieser Option sollte man dann darauf achten oder auch nicht. Das hat natürlich alles wieder eine Sache der Spekulation und auf was für ein Risikograte man dort steht. Das war es aber jetzt endlich von mir. Langes Video über sehr trockenen Stoff. Ich habe meine, wie heißt es so schön, meine langen Pipetten ausgesetzt und teste mal, ob dort Öl zu holen geht. Ich verlinke euch gleich noch einen sehr interessanten Blog. Der Kolja ist mittlerweile schon ziemlich bekannt. Sein Kanal Aktien mit Kopf oder Kolja investiert, der hat da verschiedene Channels. Ist sehr interessant, der geht auch sehr auf die Basics ein, vom Aktien, ETFs, auch hier P2P, hat da auch was drüber gemacht. Ich wollte jetzt einfach auch mal meine, ja, Erfahrungen mit euch teilen. Ich finde es ein spannendes Thema und ja, ich halte euch auf dem Laufenden. Bis dann. Tschüss.